Grüezi miteinander und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tesla Olli. Heute habe ich mir mal einen ganz besonderen Gast eingeladen, und zwar vom Tesla Owners Club Helvetia. Und da keinen geringeren als den Martin Haudenschild. Und der wird uns mal berichten, ich hole ihn mal jetzt mit herein, was der Tesla Owners Club Helvetia. Hallo Martin, grüezi in die Schweiz. Ja, hallo Olli. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgedrückt. Ja, mit meinem Schweizerdeutsch. Schön. Guten Rhein, Schweizerdeutsch. Ja, hervorragend. Ja, klasse, dann kann ich ja bei euch auch Mitglied werden, oder? Ja, unbedingt, unbedingt. Also du wärst nicht der erste oder das erste Mitglied aus Deutschland. Jederzeit herzlich willkommen. Ja, freue ich mich, ja, das machen wir auf jeden Fall. Genau, klasse. Ja, ich bin ja Mitglied im Tesla Fahrer und Freunde e.V. Und über den Tesla Fahrer und Freunde e.V. und das T&E-Magazin und Timo Schad haben wir uns ja kennengelernt. Und ja, ich durfte ja kennenlernen, was ihr alles so für verrückte Sachen macht, ne? Und was mich natürlich als erstes total begeistert hat, ist, dass ihr gegen Verbrenner-Rennwagen da Elektroauto-Rennen fahrt und da auch ein eigenes Team habt. Ich blende das mal über. Das nennt sich Racing Team, lieber Martin. Und vielleicht kannst du uns mal kurz erläutern, was ihr da alles Schönes so macht. Ja, also wie du richtig gesagt hast, wir fahren da nicht reine Elektroautorennen, also Elektroautos gegeneinander, sondern wir fahren bis auf die Langstreckenrennen fahren wir dann gegen Verbrenner. Das hat zwei Gründe. Also der eine Grund ist eine persönliche Geschichte von mir. Ich bin seit vermutlich 15 Jahren oder länger immer wieder mal im Rennsport tätig gewesen. Bin selbst über 10 Jahre Porsche gefahren und auch mit dem Rennen. Dann gab es dann immer wieder Unterbrüche. Mein Sohn Dario, der dann da nachgezogen ist, hat dann auch in verschiedenen Bereichen Rennerfahrung gesammelt. Das hat angefangen von RC, also von einem kleinen ferngesteuerten Auto, wo er doch sehr erfolgreich war, mehrmaliger Schweizer Meister in verschiedenen Kategorien, über Kart dann später. Ja, und so hatten wir immer eine gewisse Nähe zum Rennsport. Das ist so die eine oder die persönliche Seite. Die zweite Seite ist der Tesla Owners Club Helvetia, wo ich ja auch sagen darf, dass ich Gründungsmitglied bin und Präsident des Clubs. Und der Hauptgrund oder einer der Hauptgründe, warum wir den Club gegründet haben, ist, dass wir jetzt weniger möchten irgendwelche gesellschaftliche Anlässe machen, die gibt es schon auch. Aber hauptsächlich steht die Förderung der E-Mobilität im Vordergrund. Und das hat ganz viele verschiedene Zweige und Wege und Möglichkeiten. Und das eine oder der eine Gedanke war eigentlich das, dass wir sagten oder dass ich meinte, wir könnten da mal aufgrund der, sage ich mal, gegenüber dem Verbrennungsmotor überlegenen Antrieb doch aufzeigen, zu was diese Autos im Leistungsbereich fähig sind. Also einem irgendwie nach dem Motto, die E-Mobilität hat sich im Alltag bewiesen, sie hat sich im Langstreckenbereich bewiesen, das kennen wir als Tesla-Fahrer zu Genüge. Und im Prinzip mit dem Rennsport nehmen wir für ein Auto die größte Herausforderung an. So dass wir im Prinzip auch in diesen Kreisen der Rennsportveranstaltungen, also beispielsweise Bergrennen oder Drag Race, also Viertelmeilenrennen, dass wir da mal aufzeigen können und vielleicht ein Umdenken Umdenken bewirken können, um da aufzuzeigen, wie leistungsfähig das, die E-Autos sind, also das Antriebskonzept, wie viel Spaß das macht, vor allem wie geeignet die Autos sind aufgrund der Bauweise, also sagt da mal nur tiefen Schwerpunkt und so weiter. Und das ist eigentlich der zweite Hintergrund. Das hat mich dann anfangs dieses Jahres damals dazu bewegt, dass ich im Prinzip sagte, okay, versuch mal mit einem Rennteam zu gründen, respektive weitere Leute zu finden, die da Interesse hatten. Weil, sag mal, ein Auto im Grenzbereich zu bewegen, ist jetzt nicht jedermanns Sache. Bringt auch eine gewisse Erfahrung. Man will doch natürlich sein Auto nicht kaputt fahren auch. Also ist auch eine hohe Belastung für das Material. Und ja, mit also angefangen mit meinem Sohn und mir, also Dario und ich, hatten dann auch von den Auto her hat die geeigneten Wagen, er fährt einen Tesla Model 3 Performance. Ich zeige das dann, mal kurz. Genau. Sieht man es?
Und man sieht jetzt da natürlich auf dem Bild, das sieht man nicht mehr ganz so aus, wie es Tesla ausgeliefert hat. Das ist tiefer gelegt, also mit einem KWV3-Fahrwerk, was uns auch ermöglicht, das Auto abzustimmen auf eine Strecke. Es hat leichtere Räder drauf, Semislick, relativ breite Bereifung hinten, 295, was relativ viel Ui. für ein Model 3. Ja. Und so, und das hintere Auto, was man da sieht, das ist das von mir, der Raven Performance, ebenfalls tiefer gemacht, genau, da sieht man es noch besser. Spezielle Bereifung drauf, leichtere Felgen, Semislicks natürlich auch und so weiter. Und so haben wir zwei eigentlich den Start gemacht und haben dann im zweiten Rennen dieser Saison, hatten wir da schon weitere Interessenten gefunden. Also am dritten Rennen standen wir bereits zu fünft am Start, genau. Und ja, ist das ganz interessant. Und jetzt über die ersten Rennen kann ich mal sagen, der Gedanke, der ich vorher kommuniziert habe, das hat gegriffen. Also wir sind, also vor allem Dario mit dem Model 3 im Berg, natürlich aufgrund dessen, dass es etwas leichter und kürzer ist, mehr Vorteil. Und wir haben da wirklich viel Denkanstöße bei der Verbrenner-Fraktion hinterlassen. Wir hatten sehr gute Diskussionen. Also es ist nicht so gewesen, dass die Leute irgendwie negativ auf uns zukamen, E-Mobilität negativ dargestellt haben, sondern ganz im Gegenteil sehr interessiert. Und aus dem gab es dann wirklich gute Diskussionen und wo sie auch ganz klar danach gefragt haben, wie das Ganze aufgebaut ist, beeindruckt waren von der Zeiten. Also beispielsweise die Zeiten, die Dario da hingelegt hat am Berg, die sind vergleichbar mit 911er Cup, also Rennsportfahrzeuge, also nicht welche, Chapeau. die für die Straße gebaut worden sind, sondern reine Rennfahrzeuge. Und da ist er im Moment eigentlich so etwas einzuordnen. Vielleicht auch noch eindrücklich, man sieht sehr gut, also jetzt auch im Gesamtklassement, alles, was vor ihm liegt, ist nicht mehr Straßen zugelassen. Also das sind dann wirklich Fahrzeuge, die auf Slicks da hochgefahren sind, zum Man Teil sieht es nie. Rennfahrzeuge, genau, ja, also Formelfahrzeuge, Und dann auch geht es wahrscheinlich hier was. oben dann den Berg auch hoch, ne? Also das geht Genau, dann das, richtig steil hinauf. was wir da sehen, ist der Arlbergpass, also der Beginn des Arlbergpass im Vorarlberg Österreich. Und da Ah. wurde etwas über 1 Kilometer abgesperrt. In bestimmten Zeitfenstern wurden die einzelnen Gruppen hochgefahren sind. Und das ist jetzt die Gruppe von Dario auch, respektive von mir auch, da bin ich auch mitgefahren. Und wie gesagt, also da waren Zeiten, ich glaube, um die 1 Minute gefahren worden. Die Formel, die sind da in 58 oder 51 Sekunden hochgefahren. Dario hatte 1,02, 1,03. Also wir reden da von ein paar Sekunden Differenz gegenüber einem Rennfahrzeug. Das ist doch genau, ja. Ich würde mal Das dieses ist. Video einblenden, was du mir geschickt hast mit der Startaufstellung, weil da sieht man ja, was das für unterschiedliche Fahrzeugtypen auch sind, ne? Also, die da an den Start gehen. Vielleicht kannst du das beschreiben, das ist ja. Genau, das ist ein anderes Bergrennen gewesen und man sieht jetzt da sehr gut, alles, was da vor und hinter uns steht, das hat keine Zulassung natürlich. Das sind reine Rennfahrzeuge und auch der Grüne jetzt beispielsweise da, der ist glaube ich ein Opel oder so oder der Subaru, die sind komplett ausgeräumt. Also da ist ein Schadenssitz drin, ein Feuerlöscher und ansonsten ist das leer, die fahren da auf Slick. Also komplett für das Rennen optimierte Fahrzeuge. Wahnsinn. Und das ist auch so ein weiterer Punkt, der die Leute sehr stark imponiert hat, weil die kamen natürlich mit Lastwagen und Anhängern und so weiter. Wir kamen mit unserem Alltagsfahrzeug, Koffer aus dem Kofferraum aus, Startnummer auf die Tür geklebt, uns da eingereiht und sind da, also beispielsweise gerade dieses Köpffahrzeug von Porsche, also, sind denen um die Ohren gefahren. Das ist doch Wahnsinn. nochmals eine andere
Ja, Art, oder? Weil, wie gesagt, die sind da auf dem Anhänger gekommen und wir kommen da ja, mit unserem Fahrzeug, wo wir zur Arbeit fahren oder die Ferien, ja, Aber stellen uns da auf und fahrt ihr dann mit ja. normaler Straßenbereifung oder habt ihr schon so Semi-Slicks, wie man es auch, oder so Cup-Reifen? Ja, also die Saison, diese Saison, die erste, die ging jetzt auch etwas darum, um festzustellen, wo mangelt es an Tesla, um noch weiter nach vorne zu kommen. Und wir sind jetzt im Prinzip komplett legal gefahren, also so wie das Auto zugelassen ist, auch vom Material her und das auch in Bezug auf die Bereifung. Also wir hatten Semi-Slicks drauf, das ist richtig. Und von daher hat sich jetzt auch, das ist einer der Punkte, bei denen wir jetzt herausgefunden haben, da müssen wir etwas ändern. Also wir kommen aufgrund der Möglichkeiten der Reifen auch nicht mehr weiter nach vorne, vor allem wenn andere auf Slicks fahren. Und wir sind ansonsten eigentlich ja, in Anführungszeichen legal gefahren. Also so wie das Auto zugelassen ist, die Umbauten von den beiden Autos sind alle komplett eingetragen. Und ja, also von daher eigentlich auf Semi-Slicks doch optimiert, aber immer noch Straßenreifen. Wahnsinn. Ich würde mal so ein Video, ich glaube, das ist vom Start immer einblenden, von deinem Sohn. Also schon stark, Das, so mit Publikum und der geht da ab, oder? ja, also es hat ansonsten sehr, sehr, sehr viel mehr Publikum. Aufgrund Corona wurden dieses Jahr die Renntermine nicht kommuniziert. Also die haben da zum Ja. Teil zwischen 2.000 und 4.000 Leute an der ganzen Wow. Strecke. Also das sind sehr beliebte Rennen. Da komme ich vielleicht noch kurz auf die ganze Organisation. Das ist wirklich super, ja, die ich gefunden habe. Und dieses Jahr wurde das einfach nicht kommuniziert, weil man verhindern möchte, dass man da sehr, sehr viele Leute an der Strecke Ja. hat und die Abstände und Regeln, Corona-Regeln nicht einhalten kann. An der Stelle, die du gerade gezeigt hast, das war auch sehr interessant. Da haben die Leute so rein vom Auge, obwohl man bis auf das Reifenquietschen des Tesla kein Lärm gehört hat, die haben aber dennoch bemerkt, dass das Auto wesentlich schneller an ihnen vorbeigezogen ist als der größte Teil der anderen Autos. Wir haben das war glaube ich Samstag, am Sonntag hat es dann ziemlich stark geregnet. Dann ist Dario alleine noch gefahren. Da habe ich auch noch ein Und Video, das kann ich noch mal kurz zeigen. ja, zeigt. Und da haben die Leute auch gemerkt, dass das Ding einfach irgendwie schneller ist, obwohl das, sage ich mal, der Lärm beim Verbrenner doch Geschwindigkeit oder Stärke oder was auch immer vermittelt, wo einem das Gefühl geht, das Ding geht jetzt da ab wie Kanone. Aber dennoch haben die Leute bemerkt, dass der Tesla an der Stelle, an der sie standen, vor allem am Start, doch sehr viel schneller ist als alle anderen. Das Ja, ist doch interessant, Wahnsinn. hätte ich nicht gedacht. Aber ihr fahrt ja vom Toch nicht nur mit Tesla mit, sondern ich habe gesehen, ihr habt ja noch ein ganz anderes spannendes Auto dabei gehabt, ne? Vielleicht kannst du sagen, was das klasse Geiles ist. Das sieht ja aus wie so ein Beachbuggy-Racer. Ja, so in dieser Richtung, genau. Das ist ein Schweizer Produkt von der Firma Kyburz. Aha. Die Firma Kyburz ist sehr stark im Bereich E-Mobilität, aber schwergewichtig eigentlich nicht im Fahrzeugbau, sage ich mal, vierrädrig oder klassischer Auto, sondern die rüsten die Schweizerische Post aus mit den Elektrofahrzeugen. Das sind so dreirädrige Fahrzeuge, welche für die, ich sag mal, letzte Meile benötigt wird, also auf die Postverteilung. Und der Martin Kyburz, also der Firmeninhaber, der hat da vor ein paar Jahren damit begonnen, ein Spaß- oder Fun-Fahrzeug zu bauen. Also es ist kein Alltagsauto. Gerade der gelbe, den wir da gesehen haben, das ist auch ein Teammitglied vom Tesla Owners Club Racing Team. Der ist auch in jedem Rennen mit dabei, ist der Jan Haupt. Habe mir das Auto mal eine Woche, zwei ausgeliehen. Ich habe es zum Arbeiten oder für Alltag gebraucht. Da ist es nicht sehr ideal. Es ist mehr mit einem Motorrad zu vergleichen, wo man also das Zeit hat, einen schönen Tag, etwas unterwegs ist. Es ist mir sehr wichtig, dass das Fahrzeug dabei ist. Und zwar aus diesem Grund,
Wenn man mit einem Tesla da antanzt, dann ist der größte Teil der Leute, die wissen, das Ding ist schnell und erwarten da viel. Und wir möchten ja nicht unbedingt zeigen, dass der Tesla schnell ist, sondern wir möchten zeigen, dass das Antriebskonzept der E-Mobilität demjenigen des Verbrenners überlegen ist. Also ist es einfach sehr wichtig, dass wir auch andere Produkte mithaben. Und dieser Keyboards, E-Road nennt sich das Teil, das ist für den Rennbetrieb sehr geeignet, also auch geeigneter als ein Tesla. Das Fahrwerk beispielsweise wurde vom Formel-1-Rennstall Sauber, also vom Sauber-Rennstall in der Schweiz entwickelt. Also es ist wirklich ein Fahrzeug, welches für den Rennsport eingesetzt werden kann. Das Interessante dabei ist, das Fahrzeug hat, bin ich mir ganz sicher, irgendwo um die 60 oder 65 PS. Also ist im Verhältnis relativ schwach zu den anderen, fährt aber dieselben Zeiten wie beispielsweise ein 200 PS Golf. Und das hat fast noch die größeren Diskussionen ausgelöst, weil die Leute waren dann, oder die es gesehen haben, oder die Mitfahrer derselben Kategorie waren dann doch der Überzeugung, das Ding muss relativ viel Leistung haben, weil es so schnell ist und so weiter. Und ja, das hat natürlich noch mehr Eindruck hinterlassen, wenn dann im Prinzip erklären kannst, das Ding hat 65 PS, also Faktor 3 weniger als dein Golf und so weiter. Und er fährt praktisch die identische Zeit, oder? Da fragt sich dann derjenige natürlich schnell mal, ja, woran liegt es, oder? Und da ja, geht die Diskussion meistens in Richtung, vergleichen wir mal die Antriebskonzepte, wer wann wie viel Drehmoment hat. Und das bewirkt dann auch wieder der ursprüngliche Gedanke, oder dass die Leute sagen, ah, okay, irgendwas muss da wohl dran Ja, und sein. dann haben wir noch ein schönes Bild, wo ihr am Jubeln seid. Ich glaube, völlig zu Recht. Da sieht man euer Team. Genau, das ist eigentlich mehr oder weniger das aktuelle, nicht ganz ja, Habt ihr auch einen Rennsportteam. Pokal in der Oder? Hand, ne? Ja, also wir konnten da einige Pokale mitnehmen. Ja, Glückwunsch. Na danke. Das war auch eine sehr spannende Geschichte. Das war in Rötis, ebenfalls in Österreich. Das war ein Slalom, also ein Platzslalom, kein Bergrennen. Da hatte ich es etwas schwerer mit meinem Model S natürlich, relativ eng gestreckter Slalom. Und Dario konnte da sehr stark ja, fahren. Und da haben wir ein Gruppenbild noch gemacht. Ja, klasse. Vielleicht zu der Organisation, das ist noch eine ganz interessante Geschichte. Also als ich Anfang dieses Jahres dachte, okay, wir möchten da eben nicht eine reine E-Rennveranstaltung durchführen, sondern wir möchten gegen die Verbrenner fahren. Da habe ich mich umgeschaut, wo könnten wir da im Prinzip mitfahren, habe verschiedene Organisationen kontaktiert und fand dann im Österreich, so im Vorarlberg, eine Organisation, die nennt sich RCV, das ist der Renn- und Rallye-Club Vorarlberg. Die machen seit, ich glaube, 35 Jahren veranstalten die Rennen, also international. Also allgemein die Bergrennen, die wir mitgefahren sind, das sind internationale Bergrennen. Und habe mich da gemeldet, mit meinem Interesse. Und der Präsident da, der Chef, der war von Anfang an begeistert. Also das war so etwas, mein Gedanke, dass das vermutlich schwierig wird, ja, bei der Bergrennen-Fraktion da einzusteigen, dass da eher eine ableigende Haltung ist. Aber das war überhaupt nicht der Fall. Also der ganze Vorstand da war von Anfang an begeistert und hat uns eigentlich auch im Prinzip Tür und Tor geöffnet. Wir haben dann, also ich mit dem Chef da zusammen, haben neue Kategorien kreiert. Es gibt aktuell da zwei Kategorien. Die nennt sich Toch Racing und Toch Regularity. Und er fragte mich auch, welche Zeiten wir fahren möchten, wenn es am meisten Leute hat, also am interessantesten wäre, auch für die Zuschauer, wie auch für uns Piloten. Und das ist wirklich sensationell. Also der hätte mir auch Strom auf den Rennplatz ziehen lassen, wobei wir haben jetzt immer Hotels gefunden, in jedem Standort mit Destination Charge. Also von daher Super. mussten wir das nicht machen. Aber einfach zum Zeigen, man sieht, es ist eine sehr große Offenheit und Begeisterung da. Und ja, auch mit dem Kreieren dieser zwei Kategorien. Ich habe früher für andere Rennorganisationen auch schon Reglemente geschrieben. Und dann bin ich dann halt auf die Idee gekommen, dass ich sagte, okay, ich mache zwei Kategorien.
die vor den Geranden, also das Toch Race-Rennfeld. Wie es der Name sagt, da geht es auch darum, wer zum schnellsten da auf dem Berg oder im Slalom oder was gerade gefahren wird. Und die Toch Regularity, das ist eine ganz interessante Geschichte. Das Regularity, da fährt man auch je nach Standort 3 bis 4 Trainingsläufe und 3 bis 4 Wertungsläufe. Geht jetzt aber nicht darum, um die absolute oder die absolute Rennzeit, die gemessen, also die entscheidend ist, sondern da geht es darum, um möglichst, also 2 Läufe möglichst nahe beieinander die Zeit zu fahren. Das heißt, die Rangliste wird dann aufgrund der Differenzen, die am nächsten liegt, zwischen 2 Rennläufen gemacht. Das heißt, ich muss jetzt nicht, weiß ich, wie schnell da oben sein, sondern ich muss versuchen, dieselbe Zeit zu fahren. Ah, Die okay. Idee dahinter, und das hat auch funktioniert, ist im Prinzip das, dass jemand, der sagt, okay, ich will da mal mitfahren, also im sicheren Rennumfeld, abgesperrte Strecke, legal und so weiter, aber ich traue mich vielleicht nicht, mein Tesla mit irgendwie 500 PS da im Grenzbereich zu bewegen, auch mit einer gewissen Angst, dass da halt etwas passieren kann, weil mit Versicherung ist auf der Rennstrecke natürlich nicht viel. Da musst du selber zahlen. Und so kann im Prinzip jeder, der vielleicht auch kein Performance-Modell hat und rein von der Leistung her keine Chance hätte, kann sagen, okay, ich fahre da hoch, ich fahre quasi gegen mich. Also ich versuche da möglichst 2 identische Zeiten hinzulegen und kann so in dieser Kategorie auch gewinnen, ohne mein Auto komplett umgebaut zu haben oder das teuerste Modell mitnehmen zu müssen. Und da hatten wir das war beim Slalom eine ganz interessante Erfahrung. Da kam der eine Pilot, der da das erste Mal mitfahrte, mit einem Standard Rage Plus Model 3. Und der hat an diesem Tag gewonnen, weil Wow. er hat einen riesen Spaß. Er konnte sein Auto da im sicheren Umfeld mal bewegen. Und er musste keine absolute beste Rennzeit hinlegen, sondern er musste einfach versuchen, seine Zeiten möglichst identisch zu fahren. Und der hat, Ja. wie gesagt, an dem Tag hat er gewonnen, weil er, glaube ich, irgendwie 2, 3 Zehntel Differenz zwischen den Läufen gehabt. Und das soll auch eine Einstiegsmöglichkeit sein. Eben, wie gesagt, wenn einer beispielsweise sagt, okay, ich möchte mal da mitfahren, aber ich habe das Auto vielleicht nicht optimiert für den Rennsport, also ich kann nicht die Zeiten fahren und kann so dann doch mitfahren und er kann auch gewinnen. Ja. Ja, ich würde noch mal so einen Drag Race Start zeigen. Das ist, glaube ich, noch vor Jeeter Mode, ne? Also, wenn ich das so richtig sehe, ich blende das jetzt mal ein. Das auch schön gegen den Verbrenner da. Sieht aus wie ein Flugplatz, oder? Das ist so, das war in Osttirol, in Linz. Da werden von einer anderen Rennorganisation jedes Jahr die Viertelmeilenrennen durchgeführt. Und das ist ein kleiner Flugplatz, der ist für diese 2 Tage abgesperrt. Genau, da fahren wir eigentlich schon länger mit, bevor es das Rennteam gab. Und das ist auch, also da ist sehr eindrücklich, wie der Vergleich, vor allem halt im Viertelmeilen oder Drag Race, da ist der Tesla prädestiniert. Aber auch wieder der Gedanke, dass man hier aufzeigen kann, wie das Antriebskonzept, wie gut das funktioniert, das ist natürlich ideal. Also das Jahr gab es kein Rennen aufgrund Corona natürlich oder wurde die Veranstaltung abgesagt. Aber das letzte Mal, als wir mitgefahren sind, da war ein Feld von über alle Kategorien, ich glaube 170 Fahrer und wir waren zweiter Platz. Wow, Das heißt, Glückwunsch. das Einzige, was schneller war als wir, war ein Lamborghini Aventador Super Veloce, welcher aber auch noch umgebaut worden ist. Ich habe da mit dem Besitzer gesprochen, er hat, glaube ich, nochmal 250.000 in das Auto gesteckt. Der hatte etwas über 1.100 PS und der war letztendlich 2 Zehntel schneller. Alles andere, was an dem Tag da gefahren ist, war hinter uns. Ah, der wird sich ja nächstes Jahr ärgern, ne? Wenn dann der Plate kommt, dann muss er sich ja ganz warm anziehen, oder? Na, das hätte vermutlich das Jahr schon gereicht, weil letztes Jahr wir waren mit P100D da, es war noch kein der aktuelle und Raven der größere Performance, ja. Fehler, genau ja,
Und der größere Fehler war das, dass wir da mit 21 Zoll Rädern gefahren sind, was ein Nachteil im Ah, Track okay. Race ist. Und der Satz, den ich jetzt auf dem Auto habe, was man vorhin gesehen hat, der weiße Model S, das sind 19 Zoll, nein, das ist der vom Kollege. Das sind Okay, jetzt warte 19 mal. Zoll Reifen mit Semi drauf und das hätte vermutlich gereicht. Ja, genau da. Ja, okay. Und Ja. eben, es war damals noch ein P100D, also DL, der wir hatten. Ja. Die zwei Zehntel hätten eigentlich gereicht. Also wir waren da diesen Sommer sehr, sehr optimistisch und entsprechend enttäuscht, dass das Ding abgesagt worden Ja, das ist, glaube weil ich. eben das hätte vermutlich gut funktioniert. Hast du dir ein Plate bestellt? Also bist du da affin? Ist das was für dich? Oder wartest du Ist das eine erstmal? Frage oder eine Feststellung? Eine Frage. Ja, ich bin für Ja. mich auch unschlüssig, ne? Ich habe das Model S Performance jetzt als Raven, und Ja, überlege halt nein, schon, so ein Plate ist schon geil, ne? also die Überlegung dauerte bei mir vielleicht so 4, 5 Sekunden, als Okay. das Ding präsentiert wurde und dann wurde es auch bestellt. In derselben Ja, Nacht. okay. Ja, lieber Martin, aber der Tesla Owners Club Helvetia, der ist ja auch noch wesentlich mehr als Rennen. Ihr seid ja ein ganz junger Verein, ihr hattet erst Geburtstag, da haben wir auch ein schönes Bild von euch, wo ihr eure Geburtstagsfeier hattet. Genau, das war letztes Jahr, im, glaube November war es. Der 21. Oktober war eigentlich das Datum, an dem der Club gegründet worden ist, also 21. Oktober 2018, wie du bereits gesagt hast. Wir sind noch relativ jung, genau. Und da haben wir ordentlich unser erster Geburtstag gefeiert. Timo Schad war auch mit da. Habe ich gesehen auf den Bildern. Timo ist ja immer ganz unauffällig dabei und man sieht ihn immer so auf den Bildern so im Hintergrund oder nebendran. Also liebe Grüße, lieber Timo. Er schaut ja regelmäßig Tesla Olli. Den können wir mal herzlich grüßen, den lieben Timo. Hi Timo. Genau. Ja, und dann macht ihr natürlich tolle Veranstaltungen. Ihr seid ja unheimlich aktiv, unheimlich akribisch. Ihr macht zum Beispiel Batterieauslesung, wo ihr euch dann trefft. Ich zeig das mal. Und dann die Degradation wahrscheinlich, das steht im Vordergrund, Martin, oder was macht Genau, ihr bei den also Batterien? grundsätzlich von den Events, also das sehen wir gerade, vielleicht kennt man sicher auch in der Tesla-Szene, der Andy Neumann. Übrigens auch ein Mitglied von uns. Ah, Er ist cool. da zu uns gekommen, um die Akkus auszulesen. Genau. Es geht bei unseren Events eigentlich nicht nur, oder sehr oft darum, dass wir in irgendeiner Form möchten die E-Mobilität fördern. Wie eingangs erwähnt, das hat sehr viele Facetten. Und eine davon ist natürlich, dass wir den Besitzer, die schon Teslas haben, also unsere Mitglieder oder auch Nichtmitglieder, unsere Veranstaltungen sind generell offen für alle. Ihr Auto möchten näher bringen, die Technik näher bringen möchten. Einerseits, dass sie es verstehen, viele haben doch sehr viel Interesse daran. Und andererseits auch, dass sie gegen Außen, gegen nicht Tesla oder E-Mobilitätsbesitzer entsprechend können Auskunft geben. Und Ah, daher cool. machen wir relativ viel sogenannte, wir nennen die Dinger Tech-Workshop, wo verschiedene Bereiche der Technik halt näher gebracht werden. Beispielsweise hier, oder hier war es sogar ein öffentlicher Anlass, das war gerade kürzlich. Da haben wir für die Öffentlichkeit einfach die Vorteile der E-Mobilität aufgezeigt. Vor allem Fragen beantwortet. Es geht auch sehr oft halt darum, um irgendwelche Vorurteile da mal richtig zu stellen, die man immer wieder so wellenweise hört, die kennen wir alle, dass man das mal etwas kann relativieren und vor allem korrekt beantworten. Und so gibt es viele so Workshops, zum Teil für unsere Mitglieder und zum anderen Teil auch, oder sehr oft auch für die Öffentlichkeit. Oder was ich auch sehr viel habe, ist Anfragen von Organisationen, die überhaupt nichts mit Mobilität oder mit dem Thema zu tun haben. Das kann eine Bank sein, das kann irgendein Verein sein, ein Club und so weiter, die halt einfach mal eine Stunde ein Referat möchten, eine Fragestunde und sehr oft halt mit Probefahrten verbunden, so dass die Leute dann im Nachhinein selbst fahren können oder mitfahren, was sie halt wollen. Der Tesla-Fahrer neigt ja immer so dazu, zumal die halbe Welt in seinem Fahrzeug zu fahren zu lassen, weil er das denen auch zeigen möchte.
Und so haben wir eigentlich relativ viele Anlässe in diesem Bereich oder auch gerade in diesem Sommer gab es den Nationalen Tag der E-Mobilität in der Schweiz. Der wurde an 10 Standorten durchgeführt über, ich glaube, 4 oder 5 Wochenende. Und da waren wir jeweils mit, sag ich mal, 5, 6, 7, 8 Teslas vertreten, mit einem Stand, um eben halt auch Auskunft zu geben zu können, wie auch Probefahrten, Taxifahrten anzubieten und so das Ganze, sage ich mal, an die Personen heranzutragen, die das noch nicht kennen, Super. und halt entsprechend Interesse haben. Ja, und dann macht ihr, glaube ich, auch so ein, ja, so eine Coffee Hour. Das finde ich ja auch total geil. Da trefft ihr Genau, euch an einem Supercharger, gell? die Coffee Hour, das ist ein Produkt, was unser Marketing-Spezialist im Vorstand, der Armin Zeder, auf die Beine gestellt hat oder die Ja, Idee hatte. Chapeau. Aha. Das ist ganz cool. Das ist jetzt im Gegensatz zu den vorher erwähnten Anlässen ein gesellschaftlicher Anlass, der wir intern oder bei uns, bei den Members oder Interessierten durchführen. Damit haben wir begonnen am Supercharger in Dietikon. Das ist oder war einer der größten Supercharger-Standorte, genau dieser in Europa, mit einer schönen Lounge und dann stand auch die Idee. Zwischenzeitlich ist das gewachsen. Also wir hatten gerade vor ein paar Wochen in Bregenz, welcher Standort auch über eine kleine Lounge verfügt, hatten wir da auch jetzt damit begonnen, diese Coffee Hour durchzuführen. Und da ist ganz interessant und cool, dass wir da oder ich auf die weiteren Clubs hinzugegangen bin. Das ist der Tesla Club Austria, wie auch Tesla Club Bavaria, noch jünger als wir, und Ah. gefragt habe, wollt ihr mitmachen? Und wir haben das zu dritt durchgeführt, Ja, was klasse, finde jetzt ich super. weitere Kreise gezogen hat. Und jetzt meldete sich beispielsweise der zweite Schweizer Club, wir sind zwei in der Schweiz, und die möchten auch mitmachen und werden auch mitmachen. Und der TFF übrigens ist auch gerade in Diskussion. Sprich, im Endeffekt werden wir beispielsweise, ja genau, wenn das Corona wieder erlaubt, das nächste Mal mit 5 Owners Club die Coffee Hour in Bregenz durchführen. Das ist natürlich super geil. Also, weil, Also wenn der ja. TFF kommt, dann kommt auch der Tesla-Olli, weil ich muss ja meinem sozusagen Heimatclub die Stange halten, gell? Natürlich, natürlich. Das erwarte ich auch, dass du kommst. Nein, Ja, und da sowieso. macht... Bernd Donner, das ist vom Tesla Club Austria, hat das zwischenzeitlich auch schon in der Nähe von Wien durchgeführt. Kürzlich war es in Bern. Also im Moment breitet sich die Coffee Hour so über halb die 3 Länder aus und das ist doch super. Das Ich habe mir bei mir im Parkhotel Neustrelitz jetzt auch einen schönen Milchkaffee gemacht, wo ich immer streame. Und ich liebe es ja, so einen gepflegten Kaffee Latte oder auch Kaffee au lait zu trinken. Ne? Ja, klar. Ich hoffe, wir tun das mal zusammen hier im wunderschönen Mecklenburg. Ja, was ihr auch Tolles macht, das finde ich ja auch total spannend, weil ich mich da immer so ein bisschen über mein Model S ärgere, ist ja über die Dämmung. Und da macht ihr quasi auch wie so einen Workshop, wo man dann selber Hand anlegt und sein Auto dämmt. Martin, sehe ich das richtig? Das ist so genau, das ist ein sehr beliebter Workshop. Das ist auch wieder so ein Toch-Tech-Workshop, wo wir also hauptsächlich Model 3 dämmen. Wir haben es auch schon mit Model S gemacht und werden es auch mit Model X machen. Das ist so, also der Ablauf da ist das, ist folgender, dass die Leute im Prinzip eine Einweisung bekommen. Also es ist ein richtiger Workshop, wo man erklärt an einem Auto, wie man das zerlegt, wo man was dämmen kann. Die Leute gehen zurück und machen das dann selber. Also wir sind mit 5, 6 Helfern jeweils dabei. Wenn es Fragen gibt, wenn was klemmt oder nicht mehr zusammenpasst und so weiter, können wir helfen. Sie bekommen ein Handout mit Bildern, wo sie sehen, aha, so und so muss es zum Schluss aussehen. Und der ist, wie gesagt, sehr, sehr beliebt. Also da hatte ich zeitweise Warteliste mit über 40 Interessenten, also Autos drauf. Und da haben wir jetzt gerade vergangene Woche, und das ist das erste Mal, dass wir das Ganze noch größer gemacht haben, mit 20 Model 3 gleichzeitig die Dämmung vorgenommen. Und das hat recht gut funktioniert. Und die Leute sind da begeistert. Sie können ihr Auto kennenlernen. Viele möchten es auch tun, getrauen es vielleicht nicht alleine, oder wenn man da in der Garage alleine ist, das Ding nicht mehr zusammenbekommt, das will man machen.
Und so haben sie ja die Möglichkeit halt, dass wir mithelfen können. Und das kommt auch immer gut raus. Das Feedback ist damit sehr gut. Also ich bekomme sehr viel Feedback von den Workshops. Es sei angenehmer, es sei leise. Die Soundanlage wird auch optimiert durch die Dämmung und so weiter. Und das ist natürlich ganz toll, wenn man dann so ein Ja. Feedback 1:1 von einem Teilnehmer hat. Genau, hier wart ihr zusammen im Autokino. Das gab es ja dieses Jahr auch in Nordrhein-Westfalen, eine Autokinonacht. Ich glaube, in der Nähe von Hilden war das oder in Hilden bei Genau, uns in ja. Deutschland. Und ihr habt das natürlich auch in der Schweiz gemacht. Was habt ihr da für einen Ja, Film geguckt? wir haben das letzte Jahr das erste Mal gemacht und das war auch Aha. das erste E-Auto-Kino in der Schweiz. Wow. Ja, das gab es vorher noch nicht. Also, da waren nur E-Autos, nicht nur Teslas. Es waren Zoes da, es waren Leafs da, Konas waren da und das ist uns auch wichtig, oder? Wir sind wohl ein Tesla-Owners Club. Und möchten ganz klar, sage ich, prioritär Tesla natürlich fördern und ihnen unter die Arme greifen. Aber nicht nur, wir sind auch der Meinung, dass jeder einen Tesla fahren muss. Wenn das Fahrprofil stimmt, kann das durchaus auch ein anderes Auto sein. Wir haben in der Familie auch einen Fiat 500 e noch, der entsprechend eingesetzt wird von einer Freundin und dann muss es kein Tesla sein. Und das ist auch sehr gut angekommen. Da haben wir einen Veranstalter gefunden, wo wir einen Abend quasi das Kino exklusiv mieten könnten, weil wir wollten wirklich keinen Verbrenner da drin haben. Und haben dann, was haben wir geschaut? Das war der eine Lieblingsfilm da von Elon Musk. Oh, der Anhalter durch die Galaxis. Ah, okay. Weiß nicht mehr genau. Ein relativ struber Film. Ja, und dann wart ihr dabei bei einer Eröffnung von einem SEC, von einem Service Center, glaube ich, was früher mal, glaube ich, ein Porsche-Zentrum war hier in St. Gallen, oder? Genau, Täuscht mich ja. das? Nein, nein, das war eine Porsche-Garage, erkennt man auch im Aha. Design relativ gut. Genau. Das haben wir relativ oft, dass Tesla auf uns oder auf mich zukommt und Super. in welchen Bereichen Support benötigt oder anfragt. Also beispielsweise letztes Jahr im März war ich mit 10 Tage lang mit 25 Leuten am Auslieferungszentrum in Höri, wo ist das in der Schweiz. Und da haben Aha. wir Leute geschult auf ihrem Tesla Model 3, weil die hatten auch zu wenig Personal. Hier ähnliche Situation, das ist ein relativ großes Service Center. Das ist jetzt nur der Verkaufsbereich, es gibt noch eine große Werkstatt dazu. Oder, ja. Und da haben sie mich auch angefragt, ob wir das unterstützen könnten. Und so gibt es relativ oft Anfragen oder Eröffnung Supercharger, die Etikon, wo wir gerade gesehen haben vorhin. Da hatten sie eigentlich ein Catering, möchten sie anbieten, aber Tesla hat da weder Budget noch Leute. Das haben wir dann übernommen. Da haben wir einen Abend lang für, ich glaube, 400 Leute Würste gegrillt und verschiedene Wow. Leute aus dem Club haben da ein Salatbuffet kreiert. Also jeder hat da seine Salate mitgebracht und ich habe da gegrillt. Und gab noch etwas weniges für die Kasse von dem Club und so weiter. Und Tesla hatte somit da ein anständiges Catering dafür, die Eröffnungsfeier. Also da haben wir Ja, eine super. immer besser werdende und schon recht gute Zusammenarbeit mit Tesla in der Schweiz oder auch über die Schweizer Grenze hinaus. Ja, schön, Martin. Dann kommen wir jetzt so langsam auch zum Ende unserer heutigen Ausgabe. Ich darf mich bei dir ganz, ganz herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich komme auf jeden Fall nächstes Jahr in die Schweiz. Ich hoffe, dass wir da dann auch die Möglichkeit haben, mal ein Event live zu erleben. Ich habe ja versprochen, ich will mir mal so ein Bergrennen mal vor Ort anschauen. Vielleicht können wir da die Strecke mal so huckepack, kannst mich mal mitnehmen. Und das war da mal eine schöne Tesla-Olli-Folge mit dem TOC mal in der Schweiz zusammen machen. Und da würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn das nächstes Jahr auch unter Corona-Bedingungen dann hoffentlich klappt im Sommer. Ja, das würde mich natürlich auch freuen. Genau, Martin, Du. dann sage ich ganz lieben Dank. Mache jetzt noch kurz, sage ich noch meiner Community Tschüss und dann hören wir uns alsbald wieder. Vielen lieben Dank, Martin, in die Schweiz und herzlichen Dank an euch für die heutige Sendung. Ja, ich bedanke mich bei dir, dass ich da unsere Message oder meine Message platzieren durfte. Das ist mir sehr wichtig, dass die Community, die Leute wissen, was wir tun, wo unsere Schwergewichte liegen.
Und vor allem das Thema Racing Team, dass ich, das Interesse ist riesig und das ist auch gut so. Und ja, danke, dass ich da deine Zeit und deine Plattform mitnutzen durfte. Ja, gerne, Martin. Bleibt gesund bitte alle in der Schweiz und dann sehen wir uns alsbald wieder, ne? Jedenfalls, ja. Ciao. Ciao. Ja, das war eine weitere Folge von Tesla Olli. Heute mal mit dem Tesla Owners Club Helvetia und dem Martin Haudenschild über diese interessanten Bergrennen, Drag Race und was der TOC Helvetia alles Feines macht. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr bewertet es mit einem Daumen hoch, würde ich mich riesig freuen. Wenn ihr noch nicht Teil der Tesla Olli Community seid, ist es genau der richtige Moment, jetzt über ein Abo nachzudenken, das Glöckchen zu läuten, dass ihr kein Video mehr verpasst. Und dann sehen wir uns schon alsbald wieder. Ciao, goodbye, tschüss.